Hallo zusammen, heute gibt es wieder einen kleinen Kurztipp. Und zwar, manche von euch kennen das vielleicht, die haben vielleicht auch ein 70-200 und eine große Kamera und nicht so eine Einsteigerkamera hinten dran und dann kommen da schnell mal so 2,5-3 Kilo zusammen. Und 3,5 Kilo für mehrere Stunden so zu halten und darauf zu warten, dass der richtige Augenblick kommt, das geht ganz schön in die Arme. Da kann man noch so ein Bodybuilder sein oder einfach gut trainiert, da braucht man irgendwann Unterstützung. Und das ist für mich der Moment, in dem ich mir einen Monopod zur Hilfe hole. Und zwar einfach aus dem Grund, wenn ich vor allem Sport fotografiere oder Bühne, bringt mir das ziemlich viel, denn ich habe nicht viel vertikale Bewegung, sondern eigentlich nur horizontale Bewegung. Und daher bin ich da nicht so eingeschränkt. Beispielsweise beim Baseball fotografiere ich nicht den Ball, wie er 10 Meter hochfliegt oder 50 oder was auch immer, sondern ich konzentriere mich auf die Spieler und die Spieler sind auf dem Boden. Und daher ist es eigentlich eine super Sache, seine Kamera auf dieses Ding hier drauf zu stellen. Und man hat einfach so eine große Entlastung dadurch. Man hat die Kamera auf diesem Monopod und kann mal durchschauen und mal nicht. Man kann sie einfach stehen lassen. Man kann sie stabilisieren. Man kann darauf warten, dass was passiert. Man muss nicht jedes Mal diesen Schritt machen von absetzen und hochholen, sondern man hat sie immer auf der richtigen Höhe. Ich persönlich habe einen Monopod, der war bei dem Dreibeinstativ dabei. Das Dreibeinstativ bestand quasi aus dieser Mittelsäule noch extra dazu. Es ist ein Kullmann-Stativ. Insgesamt finde ich das ganz gut. Manche machen da nur so ein Gimbal hin. Ich habe eben den Dreiwegekopf oben drauf. Ich persönlich lasse den immer steif. Und wenn ich was machen möchte, dann mache ich die Stativstelle auf. Ja, dann habe ich wenigstens die Möglichkeit, in der Horizontalen was zu ändern. Und wenn ich nach oben oder unten will, dann kann ich immer noch kippen. Ja. Jetzt halten viele Leute das Stativ falsch, wenn sie einen Monopod benutzen. Was kann man da großartig falsch machen? Das sagt ihr, da kann man ganz schön viel falsch machen. Ich kann die Kamera so halten, dann ist sie aber total instabil und man sieht das sehr, sehr häufig. Man kann die Kamera so halten, dann ist sie aber auch immer noch hier sehr instabil. Und man hat einfach nicht so viel Kontrolle, wenn man so durch die Kamera schaut, wie wenn man es so stabilisiert. Ja, so hat man viel mehr Gefühl für einen schönen, sanften Durchzieher. Ja, so geht mir das schnell wieder aus der Hand und so habe ich wirklich eine stabile Lage. Ich habe ein Gegengewicht zu meiner Kamera. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Wenn ja, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn das nicht sowieso schon passiert ist. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.